Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier wieder zurück zu Wild Flowers. Ja, ich kann es nachvollziehen. So, ich bin nicht mehr schnell. Das heißt, ich muss mir wieder ein Schnelligkeitsding machen. Einmal Temposchub. Hatte ich sogar noch. Naja, egal. The time for walking. So. Ich muss heute mit Parker reden, denn Parker ist ja besessen. Oh. Mal schon mal einsammeln. Er gießt einfach mal. Einfach mal gießen. Ist zwar nichts, aber wir gießen. Ich muss mit Parker reden. Ich muss nach meinen Bäumchen gucken. Für das Drachenblut. Bei den Drachenblutbaum. Bei den Drachenbäumen. Ich muss mit Lina reden. Wegen Hochzeit in Fairhaven. Ja. Und ja, Hexenprozess, genau. Und da muss ich vorher das hier abschließen. Dafür muss ich mit Parker reden, wenn Parker am Arbeiten ist. Das ist eigentlich alles gar nicht so wild. Wir müssen nur die Zeit ein bisschen vorspulen lassen. So. Lina möchte mit uns erstmal reden. Na, Lina, was hast du uns denn zu sagen? Hi, Lina. I got your note. So, what is this custom you mentioned? Well, I've mentioned that my ancestors are commemorated in the statue in the town square, right? I know all about them. Oh, well, I won't bore you with the details again then. The story is a legend now, but the tradition continues. There is a mold of the original ring in Francis's shop that you can buy. Bring that with some medals to Natalia, and she can make you an authentic Fairhaven engagement ring. Good luck! Also, Francis muss weiter auch aufmachen, hoffe ich. Weiter gibt er da auf. Dann. Zack, zack, zack. Und wieder back in town. Geht der schon in die Bäckerei, bevor der andere überhaupt da ist? Pff. Geil. Das ist ja mega. Na egal. Hallo Francis, du hast etwas, was ich brauche. Bußform. Bringen Sie zu Natalia. Machen wir sie. Geht heute auch auf. Wunderbar. Hi Natalia. Can you make a wedding ring using this mold? I sure can, but bring me some raw materials first. Hab ich alles da? Have you brought the raw materials to make a wedding ring? Yes, I have. Okay, I'll work on this all night. Come back tomorrow. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, 2 Goldbarren. Wir reden hier von Barren. Weißt du, was das für Ringe sind vom Wert her? Parker reden. Hi, Parker. How are you, feeling? Never better. Angus and Natalia might have gotten it wrong, but I think we've really found the malcontent this time. So, what can I do for you today? Need something built on your farm? No, just came in to admire your workshop. You're always working on something cool in here. Oh, thanks. Not too many folks really appreciate handmade woodwork anymore. Here, I want you to have this. I've been practicing this new carving technique. Maybe when I get good enough, I can sell these in the shop too. Perfekt, dann haben wir das auch. Eine Holzfigur, okay. Der Wahrsager uns das nur noch sagen, was es damit auf sich hat. Und ja, dann haben wir eigentlich alles, ne? Wir gucken mal. Ja, das dauert noch leider.
Kann ich auch leider nicht beschleunigen, netterweise. Was ich sehr schade finde. Das heißt, dann kann ich mir jetzt schon wieder den Abendzauber machen, ne? Dass ich zum Hexenzirkel kann. Der Hexenzirkel kann sich das dann, also, angucken. Ja. Genau so. So und nicht anders. Oh. Ich das nicht mehr machen, ne? Das da. Sollte den Zauber dann auch wirken? The daylight yawns and ansonsten funktioniert das ja nicht. Das waren gestern noch 8 Tage, eigentlich müssten es 6 sein, aber egal. Sage ich aber mal, bis zum nächsten Donnerstag oder Freitag, dann habe ich die ganzen Sachen, die ich brauche. Drachenblut. Baum. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Jetzt geht es ja darum, hier zum Wahrsager zu gehen. Und er soll das mal untersuchen. Farseer, all I could find was this faded old ticket stub. It's dated 10 years ago. Parker's sitting at a bus stop in the city. Notices a pretty blonde lady next to him. Oh no, she's fainted. He catches her just as she falls. Her eyes flutter open. She says, I said, I'm so embarrassed. I guess I forgot to eat today. That's what I told him. It wasn't true. I had been training with a high priestess of a coven in the city. One of my spells just went a bit sideways and I passed out. I never really thought of it this way. But the first thing I ever said to Parker was a lie, and I've been lying to him ever since. He really kept that ticket stub all this time? Parker made this, Farseer. Do you think it might tell you something? Parker spends a lot of time carving these. It's what he does when he wants to think something through. He's trying to sort out memories that aren't memories, or maybe they're dreams. He doesn't know. He thought he saw Lena in a cloak, but that doesn't make sense to him. Must have been a dream. It wasn't a dream. He saw me. It was months ago. I cast a memory charm on him. I had no choice, you see? I had no choice. Oh, Lena. Don't judge me, Tara. I did what I had to do to protect us all. I'll take those items, novice. This is my burden to bear. I'll have the incantation ready before Givas' trial. But one way or another, this won't be the end of it. I can see that now. Okay, das ist erledigt. Das dauert noch und das dauert auch noch. Da muss ich jetzt, ja. Geduld haben, Geduld haben, Geduld haben, Geduld haben. Geduld haben. So, und rein da. Tut mir voll leid für Lena, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Aber warum hat sie nicht das Vertrauen, mit ihm darüber zu reden? Ich meine, die kennen sich jetzt schon 10 Jahre. Was sie hier im Wald. Sie kennen sich jetzt schon 10 Jahre. Dann noch so ein Zauber gewirkt. Also ich bin der Meinung, das ist nicht gut für die Beziehung von den beiden. Es kann einfach nur rein theoretisch in die Hose gehen. Ja, selbst wenn sie es ihm jetzt offenbart. Also irgendwann muss es ihm ja mal offenbaren, aber nach 10 Jahren. Hab ich 10 Jahre angelogen? Au. Das ist echt böse.
Hättest du ihm von Anfang an sagen müssen. Es hat halt, wie gesagt, das Problem 10 Jahre lang belogen. 10 Jahre. Da kann die Beziehung in Bruch gehen. Oder hier sogar dann die ganze Ehe. Wenn ihr hier nicht irgendwie so von einem Kavaliersdelikt oder so. Sondern hier kann man wirklich schon von was Größerem ausgehen. Die nächsten Schwarzteeblätter sind fertig. Perfekt. Und das tut mir halt auch so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Seele weh. Also sie möchte sozusagen einen Zirkel schützen. Und das zu einem Preis, ihre Beziehung kostet, ihre Ehe. Hättet ihr denn das gemacht? Ich bin ganz ehrlich, es ist echt eine sauschwere Sache, weil, klar, vor 10 Jahren hätte sie es ihm gesagt, dann, Hexenprozess, zack und weg wäre sie. Weil wenn es die wahre Liebe wäre, dann würden sie zusammen das durchhalten. Das ist echt schwer. Ehrlich gestehen, also. Es ist ohne. Hat sie Samstag auf, bevor ich jetzt hier rumhusel? Ja, hat sie. Okay. Also, jetzt sind es nur noch 6 Tage. Hier irgendwas, was sich lohnt? Nö. 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 Mag ich eh nicht. Schon am Arbeiten, am Reintippen und allen drum und dran. Macht wahrscheinlich gerade Inventur wieder. Aber manchmal wünsche ich mir echt so eine Ego-Perspektive. So, zack, ranzoomen. Einfach mal dann hier so durchs Fenster gucken. So, zuck, hallo. Ja, hallo. Oder da oben. Bei den Häusern. Wo gehst du denn hin, ja? Oh, the ferry being out has made Francis even more anxious than usual. I've never seen him like this. I'm sure it didn't help that his husband accused Marty of being a malcontent. But I'm worried that he might be headed for a real meltdown if he doesn't find some way to relax. I've even tried dragging him to the onsen once or twice. Wir dann Parker. Wo wir ja gerade noch drüber gesprochen haben. Wo ist denn eigentlich Amira? Samstag nicht auf? Nein, bis 18. Sie müsste mir hier doch gleich entgegenkommen. Sei doch. Brauche ich zwar nicht mehr, aber warum nicht? All that. Bruno's been stopping by the clinic a lot more often. I can sense his loneliness, so I take my time during his appointments. Ja, und andere müssen dafür kürzer treten, ne? Und jetzt hat sie nicht so viele Leute, aber trotzdem. Okay, I finished making your wedding ring. Good luck. Ist soweit. Nimm den Ehering, mach Amira einen Antrag. Na gut.
Let's go. Mitten in der Arztpraxis. Na, vielleicht ist ja Kai da. Sieht er gleich. Oh, scheiße, ich bin nicht bei ihr gelandet. Mist. Amira, I have some jewelry I think you'll really like. What? Iron isn't usually my style, but this... Oh, Moosh. I know you're busy being a doctor, but do you have time to make an honest doctor's wife out of me? Oh, nothing could make me happier. Could our celebration be a simple one? And fast, too. I don't want to wait. I was hoping you would say that. Next week? Perfect. I'll set everything up at Town Hall. Sieben Tage warten bis zur Hochzeit. Hey, jetzt muss sie wieder zurück in ihre ganze Praxis rennen. Hihi. Lieber, nee. Nee, ich gebe ab. Nope. Weiß ja nicht, ob das überhaupt geht. Also. Sozusagen. Ich weiß, wie viele Bachelors es hier gibt oder Bachelorettes. Wenn ihr fünfgleisig fahren kann, sechsgleisig, siebengleisig, aber. Wäre ein bisschen doof, ne? Mit der ganzen Stadt verheiratet zu sein. Hab ich noch ein Rezept gefunden? Erdnusskonfekt, okay. Is it? Brotje. So, jetzt heißt es warten, warten, warten. Das ist ja geil. Mal warten. Ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wohnt da eigentlich Amira dann bei mir? Gut, in sieben Tagen werde ich es wissen, aber ich denke mal, es ist eine berechtigte Frage. Und wo bleibt sie denn? Kann ja schlecht an mir vorbei sein. Machnet euch eine Wette. Ist irgendwann an mir vorbeigehuscht? Innerhalb von einem Sekundenbruchteil? Ach, ich muss ja wieder meine Praxis. Zack, wupp, weg. Zu 100%. Hey. Doch, die ist an mir vorbeigehuscht. Kein Witz. Ist noch nicht in ihrer Praxis, das finde ich schon mal gut, aber die ist anscheinend... Also sie hat da einen Weg, aber man konnte sie nicht sehen. Ja, und jetzt, ja, gedulden. Klar, was soll ich jetzt noch Großartiges machen? Ich könnte jetzt noch versuchen, hier Cameron noch weiter hochzubringen, um ein paar Events zu haben. Damon, Eva, Kai, Kim, Juliet, Wesley, Bastion und Ariel, aber ich glaube nicht, dass es dann so einen Mehrwert hat. Würde ich da sogar so weit gehen und ganz kackenfrei sagen, ja, es ist Zeit fürs Bett. Natürlich ist Zeit fürs Bett. Es ist immer Zeit fürs Bett. Ich kann durchweg schlafen. So. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich muss mal gucken, wie weit ist denn der Baum? Sonntag rein theoretisch, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, müssen es noch 5 Tage sein. Auch nur, wenn ich richtig gerechnet habe. Kann mich auch täuschen.
Wo ich natürlich froh drüber wäre. 5 Tage. Ja, 5 Tage. Ja. Ah. Der Baum, der macht jetzt da keinen Unterschied. Ah, schön, die Blüten sind weg. Zwar nicht überall, aber an einigen Stellen. Das ist auch weg. Frage, das heißt wirklich bis Freitag warten. Okay. Das heißt bis Freitag warten. In 4 Tagen ist der Hexenprozess, in 5 Tagen ist das, in 6 Tagen ist das. Also ich kann eigentlich bis dahin komplett durchschlafen. Sinn. Vielleicht, dass ich keine weiteren anderen Aufgaben habe? Ja. Was aber wiederum ärgerlich ist. Das ist halt, wenn man sagt, ja, jetzt warte 5 Sekunden, warte 5 Tage, warte 4 Tage, warte 3 Tage und so weiter. Aber okay. Gut, dann spule ich mal jetzt 5 Tage vor. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal, 4 Tage. Und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.